Also, du willst mir verraten, du willst mir sagen, ganz im Ernst, Junge, da oben sind tausende, zehntausende Leute, die glauben, dass hier unten ein Monster lebt. Und die Wachen lassen Leute wählen, die dann hier rausmarschieren dürfen freiwillig. Are you fucking kidding me? Das wissen die Wachen nicht. Wir haben dafür gesorgt, dass alle denken, dass hier ein Monsterhaus, damit die Leute hier frei rausmarschieren können. Darf ich nochmal an das Buch erinnern? Mhm. Und die Ergebnisse, die wir für die 314 und für 2017 bekommen haben, nicht unbedingt gut aussahen. Ja, nun. Ich kann es jetzt beenden, Leute. Ich kann ihm jetzt den Hals schnitzen. Warum just wollt ihr das tun? Warum? Was habe ich euch getan? Ich will euch helfen. Ja. Seit wann ist er herunten? Seit wann bist du da? Ich seit einer Woche. Jeder hat eine Woche Schicht. Mein letzter Abend heute Abend. Ich kehre mit euch zurück und müsst ihr nicht einer von uns dann da bleiben und den Schicht übernehmen? Wir haben am Ende der Höhle ist ein Lager von uns. Und wir sind Teil der Rebellion von zwei. Und wir holen die Leute hier raus und holen sie zu uns. Und 2017? 2017 ist... Was ist mit 2017? Der ist geflüchtet. Ah, 2017 ist, kam hier in die Höhle. Mhm. Es gab immer wieder Leute, die mir nicht das vertraut haben. Outgame, das war unser Vin Diesel. Ja, ich weiß, ja. Wer das ist. Okay. Der kam hier in die Höhle und vertraute mir nicht und ging die Höhle weiter. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Ich kenne den Weg hier raus. Er kannte ihn nicht. Dann sag uns den Weg. Das ist doch mein Plan. Ich werde euch folgen und euch den Weg weisen. Nein, du sagst uns, wo wir lang gehen müssen. Das kann ich nicht tun. Das ist relativ kompliziert. Nein, du sagst uns jetzt ja hier geradeaus, links, rechts, geradeaus, zweite von rechts. Aber ich muss eh mitkommen. Aber gut, okay, ich werde euch... Ich werde euch, wenn du deine Schicht beendet hast. Ich werde euch, das ist kein Problem, ich werde euch folgen. Ihr müsst auf jeden Fall in der Gabelung dort vorne, die etwa 20 Meter vor euch liegt, müsst ihr nach links abbiegen. Du wirst uns bestimmt nicht folgen. Ich werde keine... Nein, ich werde Abstand halten. Wenn das ist, was ihr braucht, dann werde ich Abstand halten. Keine Sorge. Vor uns. Vor euch? Natürlich. Ich werde euch nicht im Rücken behalten. Nun gut, wenn das euer Wunsch ist, werde ich vor euch gehen. Ich könnte ihm auch einfach ein Bein abhacken. Oder Anauk, du könntest ihm ein Bein abhacken. Das ginge auch. Ich glaube, das endet nicht nur im Bein. Also, einmal nach links und dann? Ich denke, ich soll vorweglaufen, dann kann euch doch eh nichts passieren. Du sagst uns den Weg. Ihr müsst einmal an der nächsten Gabel links, dann werdet ihr auf ein Loch treffen, dass ihr nach unten steigen müsst. Dort ist aber quasi schon eine Treppe in die Mauer gemeißelt. Die geht ihr nach unten, dort werdet ihr an eine dreigabige Kreuzung treffen. Die müsst ihr geradeaus und dann müsst ihr um die 7 Tage lang immer geradeaus, um aus dieser Höhle rauszukommen. Ja, hast du nicht gerade vorher gesagt, du hast Wache gehabt, du bist erst eine Woche herunten, warst schon hinten, bist jetzt wieder vorne. Das heißt, du müsstest eigentlich schon 14 Tage allein für die Reise zum Endlager und wieder zurück benötigt haben. Exakt so ist es. So, und jetzt gehst du voran. Jawohl. Und er geht vor euch dahin und mit so einem humpelnden Schritt läuft er vor euch her. Ich hätte Mickey-Laufschlitze. Ich hasse es, wenn ich als Spieler. Spielerwissen. Dinge weiß. Spielerwissen. Okay, Funktioniert Rollenspiel. Richtig. Und ihr geht weiter nach. Folgt ihm und er kommt tatsächlich an eine Weggabelung. Und er sagt, wie ich euch sagte, hier müsst ihr links. Und er geht voran. Und ihr seht ihn plötzlich nicht mehr, weil er vorangegangen ist an einer Weggabelung. Und wir gehen nach rechts. Ich hatte Zeit. Und er ist plötzlich nicht mehr im Licht. Nein, weil es ist halt eine Weggabelung. Also es geht nach. Es geht gerade auf eine Wand zu und er ist quasi links oder rechts. Und er ist jetzt nach links. Ohne Fackel. Ja, offensichtlich. Hat er Night Vision oder wie? Keine Ahnung, musst du ihn fragen. Vor allem, wo seine eigene Fackel plötzlich hin. Achso, nee, er hat eine Fackel in der Hand. Nee, stimmt. Entschuldigung, das war mein Fehler, habe ich nicht dran gedacht. Guter Punkt, Entschuldigung. Er hat die Fackel, ihr seht, dass das Licht da langsam reingeht und immer dunkler wird. Entschuldigung, mein Fehler. Kommt endlich! Das ist ein bisschen wie Gollum, ne? Ja, also... Yeah. Jetzt haben wir, jetzt sagt schon jemand, der will eigentlich nach rechts gehen. Ja, das wäre so eine Option.
Also wir haben zwei etwas versprochen. Ja. Und das beinhaltet den Typ hinterherlaufen. Ja. Er wird uns sowieso zum Monster führen. Nee. Also wahrscheinlich führt er uns sowieso zum Monster. Und oder ist das Monster in Verkleidung? Im Endeffekt macht es der Spielmeister so, dass er halt dann sagt, ja, ihr habt von vornherein gewusst, dass ihr sowieso woanders lang gehen wollt. Da, Monster! Weiß ich nicht, ob ich das so machen würde. Aha. Sagen wir so. Mach eine Notiz. Okay, was macht ihr jetzt? Also. Ich würde sowieso ein Problem. Wer noch? Ich füge mich der Mehrheit. Okay. Ja, das ist das Problem, dann stimmen wir ab. Wer wird nach rechts gehen und wer wird nach links gehen? Einmal bitte Meldung nach links. Links. Eins. Wow. Zwei. Einmal nach rechts. Drei. Stimmenthaltung, eine. Alles klar. So, ihr steht quasi immer noch weg von dieser Weggabelung. Ihr seht, dass das Licht nach links immer dunkler wird. Bitte. Wir gehen nach rechts. Okay, ihr geht nach vorne auf die Weggabelung zu. Und ich werde die Gruppe nicht aufsplitten. Also wenn da mehr Leute nach rechts gehen, werde ich auch nach rechts gehen. Okay, ihr geht nach rechts. Und wir dürfen uns nicht aufteilen in dem Fall, sonst sind wir definitiv hinüber. Ja. Und als ihr ein paar Meter gelaufen seid in den rechten Gang hinein, hört ihr von hinten: Was? Wo seid ihr? Wo bleibt ihr? Was macht ihr? Nicht antworten. Cher, kannst du deinen Bogen zücken und Richtung nach hinten halten? Na, wir verletzen keine unschuldigen Zivilisten. Es geht nur darum, uns den Rücken frei zu halten. Mordrak, ich muss dich auch daran erinnern, dass deine Rolle eigentlich auch aussagt, dass du sowas nicht machen würdest. Ja. Dennoch habe ich auch Command-Befehle. Ja, das war richtig. Aber du würdest keinem Menschen befehligen, jemand Unschuldiges umzubringen. Egal. Ich habe nicht gesagt, dass ich tun soll. Ja, ich sag's nur. Okay. Sie soll nur für den Fall eines Falles. Aber Shea sagt nein. Shea sagt nein. Ich lege einmal einen Pfeil auf die Szene, okay. Vorsichtshalber, dass sie schneller reagieren und kann. Ihr seht halt, dass die Schritte oder dass die Fackel näher zu euch kommt und seht halt dann, wie er plötzlich vor euch steht und mit den Armen so, was tut ihr? Warum lauft ihr rechts, wenn ich sage, es geht nach links? Ihr wolltet den Weg wissen, ich bin vorangegangen. Was erwartet ihr? Glaubt ihr, ich kann fliegen? Oder glaubt ihr, ich kann durch Wände gehen? Oder was erwartet ihr? Ein grundlegendes Misstrauen, das wir an den Tag legen. Nun, das kann ich natürlich durchaus verstehen. Ich wäre in einer ähnlichen Situation ebenfalls misstrauisch. Und das war ich auch. Aber was habt ihr zu verlieren? Naja, also und noch leben wir. Ich überlasse es euch. Folgt mir oder folgt mir nicht. Ich gehe jetzt den Weg nach draußen. Viel Spaß dabei. Und er dreht sich um und geht. Leckt mich, Leute, ich gehe nach Hause. Alle hatten denselben Gedanken. Ja, und wir gehen scheinbar den rechten Weg weiter. Tut ihr das? Den rechten Weg, also der nach rechts. Ja, meint ihr das? Okay. Niemand hat gesagt, es ist der richtige Weg. Okay, ihr geht eine ganze Weile und hört aber auch nicht, dass euch gefolgt wird oder sonst irgendwas. Ihr geht eine ganze Weile und lauft den Tunnel entlang und kommt nach etwa 2 Stunden wieder an eine Weggabelung. Mit 3 Wegen. Mitte, links und rechts. Rechts schon Mitte. Mal nicht. Weiter nach rechts? Ich würde nicht mehr sagen. Ich würde links sagen. Ich auch. Links ist eine gute Idee. Mhm. Bevor wir aber nach links gehen, nehme ich einen Dolch und ritze einen Pfeil in den Boden. Das ist sehr gut, gerade da wir von einer elementaren Regel des Erkundens von Höhlen abweichen. Uns immer an einer Wand zu halten. Ja. Das hieß in unserem Fall immer rechts. Respektive, ich mache den Pfeil so, dass man sieht, von wo wir gekommen sind. Also einen so Bogenpfeil. Mhm. Verstanden. Okay. Ihr geht da jetzt weiter nach links, ja? Ja. Okay, ihr folgt auch diesem Pfad etwa eine halbe, dreiviertel Stunde und kommt plötzlich an eine Kreuzung. Also das zieht sich so, schlängelt sich durch das Massiv durch. Immer wieder links, rechts, hoch, runter, links, rechts.
Und plötzlich kommt ihr an eine Kreuzung mit drei Weggabelungen. Eine, die geradeaus führt. So halb links nach geradeaus führt. Moment. Halb rechts nach geradeaus führt. Und zwei, die quasi hinter euch nach, ja, in die Mitte und nach links führt. Und du siehst auf dem Boden, Shinji, deinen Pfeil. Ist? Mhm. Ah, so. Ah, okay, ja, gut. Dann hat der Gang... Von welcher Seite aus sind wir jetzt gekommen? Von der, wo ihr reingegangen seid. Also sind jetzt quasi wieder direkt zurückgekommen? Ja, genau. Ja. Also hat der Gang, den wir lang gegangen sind, eine rechte Biegung gemacht? Nein. Wir sind in einen Gang rein und sind wieder rausgekommen. Ja. Das ist architektonisch ein Wunderwerk, aber ja. That's not possible, right. Nee, das geht einfach nicht. Das geht ja nicht. Doch, es würde schon gehen, wenn halt in diesem Gang irgendwie dann plötzlich ein Portal ist, was keiner mitkriegt. Ja, Magie halt im Endeffekt. Ja. So. Okay, das scheint so, als hätten wir die rechte in die linke Abbiegung nehmen sollen. Naja, wir können also einfach mit die zwei verbleibenden Gänge versuchen, die wir noch haben. Ja, hätte ich auch gesagt. Geradeaus und rechts im Endeffekt. Ich bin für geradeaus. Ich auch. Also jetzt links, was vorhin geradeaus gewesen wäre. Nein, immer noch geradeaus. Stellen wir uns doch einfach an den Pfeil. Genau. Das, was ursprünglich mal geradeaus war. Genau, das, was ursprünglich geradeaus war. Genau das. Ja, dann ist es das Rechte davon. Also ihr geht jetzt, wenn wir gucken, so wie ihr vorhin reingekommen seid. Jetzt den mittleren oder den rechten Weg? Oder nochmal den linken? Den mittleren. Alles klar. Okay. Wir sind auch so scheiße. Wobei, nochmal ein Link wäre natürlich auch interessant gewesen. Nein. Nur, ne? Ah, Moment. Ja, okay. Okay, ihr folgt dem mittleren Pfad und auch dieser zieht sich schlängelnd durch den Boden. Keine Pfeile gemalt übrigens, ich sag's nur. Ihr geht dem Pfad entlang und geht auch links, rechts, hoch, runter. Völlig wirr, völlig offensichtlich wahllos. Und nach etwa einer halben, dreiviertel Stunde kommt ihr an eine Weggabelung, wo es links und rechts hinter euch weitergeht oder direkt geradeaus. Und ihr seht den Pfeil auf dem Boden. Wir hätten am Anfang links gehen müssen. Scheint so. Es kommt mir vor wie eine never-ending Sackgasse. Wir können immer noch zurücklaufen. True that. Aber ich würde trotzdem gerne noch den rechten. Ja. Also quasi den, auf dem jetzt, ja. Den letzten. Plötzlich hört ihr eine Stimme auf euch zukommen. Was? Seid ihr völlig verrückt geworden? Ihr seid wirklich weitergegangen. Seht ihr nicht, wo das endet? Ihr kommt immer wieder hier raus. Und der Typ kommt auf euch zu mit seiner Fackel in der Hand und blickt euch wirklich. Was soll ich tun, damit ihr mir glaubt? Will. Ein Ohr. Bitte? Was? Schenk uns ein Ohr. Ja. Trottel. Nein, just kidding. Jetzt klopft ihn so auf die Schulter und meint so, ja komm, heiß drauf. Ich hab halt. Ja, aber haben die halt nicht getraut, ist doch ganz normal. Jetzt sind wir ein paar Mal im Kreis gelaufen. Jetzt können wir hier erstmal hinterher wackeln. Wenn Scheiße passiert, gut, dann bringen wir uns halt alle gegenseitig um. Das passt schon. Moment kurz. Ich habe chaotisch auf meinem Charakterbogen stehen. Das zählt. Shinji, Facebook. Moment, ich muss noch wem schreiben. Ich finde es schön, wie er beim Husten die Seite wechselt. Ja, lass mich. Ich finde es cool. Lass mich. Ich sterbe hier so einen ab. Okay. Sterben ist sowieso nicht so stylisch. Daniel, bitte mal bei Facebook gucken. Ja. Was hast du auf Weisheit? Wie viel? 9. Alles klar. Dann vergiss, was ich gesagt habe. Du hast ja nichts gesagt. Kein weiser Magie. Nur ein charmanter Magie. Irgendwie, aber Magie geht vor allem auf Intelligenz interessanterweise bei mir. Ja, der Fall aber nicht.
Spielleiterwillkür. Richtig. So, können wir jetzt den ehemals rechten Weg gehen? Warte erstmal, bis Shinji seine Nachricht gelesen hat. Und Rückfragen gestellt hat. Gut, ja. Was macht ihr? So, das war's, Mammut sagt. Er hat ja den Skill rumkommandieren. Ja. Rumkommandieren kann ich auch gut auf der Arbeit. Mordrak, ich will dir mal ein bisschen was ins Ohr flüstern. Ja, ist okay. Das ist kein Mensch. Was du nicht sagst. Boah. Aber blöde Frage nochmal, lieber Spielleiter. Nee, das kannst du ruhig offen machen. Okay. Aber was ist das dann? Nee, die Frage ist, ist er... Es gibt zwei Arten von Projektionen. Sieht er einfach anders aus? Das kannst du nicht sagen. Das ist... Also ich sehe nicht, ob er einfach nur anders aussieht oder wirklich nicht da ist. Ganz genau. Entschuldigt. Ja. Ich finde es auf jeden Fall sehr kurios, dass dieses kleine Männchen nochmal zu uns herkommt und uns davon abhalten will, den rechten Weg zu gehen. Es hat Hunger. Oder es muss uns zu seinem Meister bringen. Eins von beiden. Lass uns den rechten Weg gehen. Also jetzt nochmal weiter rechts gehen? Oder meinst du den rechten Weg mit dem rechten Weg ihm folgen? Weil's der richtige Nein. Als wir damals diese Dreiergabelungen gegangen sind, da. Der einzige, wir haben zwei von den drei schon ausprobiert. Genau. Der, der noch übrig ist zum Gehen. Okay. Geh schon mal vor, wir kommen vielleicht nach. Kann ich ihn nicht einfach packen und mitziehen? Okay, Ich halte das für keine gute Idee. Machst du das oder fragst du mich, ob das geht? Ich frage dich erstmal, ob ich das überhaupt physikalisch kann, weil ich die Statur von dem nicht kenne. Das ist ein kleines Hutzelmännchen. Ach so. Ich wäre prinzipiell dafür, dass du es nicht machst. Okay, dann mache ich es nicht. Na, eigentlich musst du es jetzt machen, weil eigentlich hast du gesagt, dass du es machst, aber... Du hast gefragt, ob was kann. Ja, das ist ja aber eine blöde Frage. Wie soll ich darauf antworten? Wäre ich physisch dazu in der Lage? Das weiß ich nicht. Probier es aus, dann siehst du es. Nein, aber... Ja, bei den meisten kann man einordnen, wenn es so klein Hutzelmännchen... Ja, er wäre vermutlich in der Lage. Ja. Von der Statur her. Ja, ist er. So ein... keine große Probleme darstellen. So ein Einer hingegen mitzuziehen, das würde ihm vermutlich schwer fallen. Also es ist ein ziemlich abgehungerter, in Lumpen gekleideter Typ mit... Also nicht Lumpen, aber einfacher Kleidung gekleideter Typ, der jetzt nicht besonders stark aussieht. Jetzt sage ich zu ihm, warte mal hier. Nein, wenn, dann folge ich euch. Nein, wirst du nicht. Was wollt ihr tun? Versuch's mit der Macht. Nein, wirst du nicht. was wollt ihr tun? Ja, Droids hier looking tall. Weglaufen von hier. Okay. Ich werde euch folgen. Ich kann euch nicht alleine hier sterben lassen. Da, wo ihr jetzt lang geht, ist der Tod. Folgt wenn mir du uns und ihr nicht seid alleine sterben lassen kannst, dann können wir vielleicht dich hier alleine sterben lassen. Warum wollt ihr mich umbringen? Was habe ich euch getan? Habe ich euch bisher irgendwas du getan? Du gehst mir tierisch auf die Nerven. Ja, nicht. Habt ihr jegliche Menschlichkeit im Lager verloren? Wir leben in einer freien Höhle. Habt ihr jegliche Menschlichkeit... Alles, was Menschlichkeit, in dieser Höhle passiert, bleibt in dieser Höhle. Habt ihr jegliche Menschlichkeit in diesem Lager verloren? Da gab es keine Menschlichkeit mehr. Habe ich euch irgendeinen Grund gegeben, mir nicht zu trauen? Nur ganz kurz. Ich schnapp mir kurz meinen Dolch und ramme ihn in den Bauch. Okay, du rammst ihm den Dolch in den Bauch und er stöhnt auf und fällt nach hinten. Dann passiert auf jeden Fall schon mehr, als ich erwartet habe. Und er fällt nach hinten und löst sich auf. Und er fragt, warum wir ihm nicht vertrauen. Jetzt haben wir wenigstens Ruhe. Und plötzlich steht er hinter euch und spricht, was soll das? Warum tut ihr das? Warum seid ihr so dumm? Gegenfrage, warum tust du das? Warum verpuffst du einfach? Okay. Er ist ein Q. Okay, und er verwandelt sich plötzlich. Und er löst sich quasi auf. Ihr seht nur noch so einen Dampf vor euch.
und spricht, also ihr spürt, dass er nicht mehr physikalisch spricht, sondern direkt in euren Geist spricht. Geht den Weg, wenn ihr ihn gehen wollt. Ich weiß, dass ihr mir jetzt nicht mehr glauben werdet, aber geht diesen Weg, er ist der sichere Tod. Folgt dem Weg, den ich euch gesagt habe, und ihr kommt hier raus. Tut, was ihr wollt, ich bin davon. Und er löst sich auf. Gut, dann gehen wir in den sicheren Tod. Yes! Immerhin müssen wir noch eine Bestie töten. Ja? Ja, will jetzt da sterben oder im anderen Gang, ist eh schon wurscht. Indeed. Okay, ihr zieht weiter. Vor allem, er wusste, dass wir ihm nicht vertrauen und so ein, hey, ich bin übrigens ein Geist. Wäre einfacher gewesen, als uns anzulügen, dass da Leute sicher entkommen wären, die wir wissen, dass sie tot sind. Und ihr zieht in Richtung des rechten Weges und ihr lauft und lauft und lauft und es vergehen die Stunden und es vergehen weitere Stunden und es vergehen weitere Stunden. Das ist schon mehr als bei anderen Gängen. Wollen wir mal kurz anhalten und vielleicht mal eine Ration essen? Was ich zumindest, erstens was essen und zweitens ich mach mal eine Teerunde. Nee, ich mach mal eine Markierung am Boden. Mhm. Eine Markierung am Boden, in welche Richtung wir laufen müssten. Ja. Okay. Ich glaube nicht, dass es so ein endloser Gang ist, der quasi... Ihr verliert auch jetzt nach einiger Zeit wirklich das Zeitgefühl und ihr wisst nicht mehr, ob es Tag ist, Nacht ist. Völlig für euch nicht nachvollziehbar. Ihr lauft einfach weiter, nachdem ihr gegessen und getrunken habt und selbst nach Stunden kommt ihr nicht zu eurer Markierung zurück und ihr lauft und lauft und lauft und lauft. Kein Licht, kein Ton, kein gar nichts. Ihr hört nichts, ihr seht nichts, ihr spürt nichts, ihr lauft einfach und lauft und lauft und lauft. Puh, ist anstrengend. Mhm. Ziemlich langweilig. Ihr habt also alle, jeder eine Ration gegessen, das heißt, ihr habt noch eine. Ja. Okay. Ja. Okay. Kleiner Moment. Ich würde mich... Ja. Was denn? Achso, nee, ich würde mich mal zu 0,2 umdrehen und ihm mal fragen, so, was hältst du von dem ganzen Klamauk hier? Ich hoffe, dass dieser Pfad uns rausführt. Allerdings habe ich immer noch die Befürchtung, dass was auch immer es war und falls es uns dazu bringen wollte, dem der Bestie gegenüberzustellen, das ja eigentlich unsere Aufgabe war, diese Bestie zu beseitigen, um aus dieser Höhle rauszukommen, hoffe ich, dass nicht allzu viele den Tod durch diese Bestie finden werden. Darum wollte ich ihm auch folgen, aber die Gruppe auftrennen wäre noch schlimmer gewesen. Das ist richtig. Das ist auch meine Idee. Aber danach ist mir auf den Sack gegangen. Ja. Also wir sind bestimmt schon einen halben Tag unterwegs, aber weil ihr mich fragt, ich würde gerne das die Bestie sehen. Ich denke, dass dieser Weg hier auch rausführt, aber ich denke, dass was auch immer das war, was uns dort begegnet ist, durchaus auf schwächere Geister als ihr seid, einen größeren Einfluss haben wird und der Bestie einige meiner Kameraden zu Tode kommen werden. Und wenn wir jetzt zurückgehen, treffen wir eventuell auf die Nächsten, die reingeschickt werden. Das ist durchaus eine Möglichkeit, ja. Verstärkung? Ja. Und rote Verstärkung mit Sicherheit? Davon die Blauen. Lässt sich ausgehen, ja. Außer Nummer 1 ist jetzt auf die Idee gekommen, seine Truppen reinzuschicken, um das Monster zu töten. Und rauszukommen. Und dann lassen wir die Drecksarbeit erledigen, ist auch schön. Kurze Erinnerung, das will er ja gar nicht. Er will ja gar nicht raus. Ja, stimmt. That's true. Ja, Jungs, was haltet ihr davon, wenn wir das, was Anok und Mordrak von Anfang an wollten, jetzt tun? Also was Baldrian und Anok. Ich wollte es gerade sagen. Achso, ja, Baldrian und... Ich folge euch, wohin ihr geht. Ihr habt meine Meinung gefragt, ich sage euch meine Meinung. Deine Meinung ist eine gute Meinung. Ja, definitiv. 02, du hast alles gut. Ich weiß, dass das wahrscheinlich mein Name ist übrigens, Michael. Michael. Ein Goldgänger hieß Michael, der schwamm in seinem Aquarium. Einst persönlicher Diener des Königs, bis irgendetwas mit ihm geschah und er sich veränderte. Er war ein gütiger König, doch plötzlich hat irgendetwas seinen Geist belegt und er
wurde zum Tyrannen und einer seiner ersten Opfer war ich. Ich war ihm offensichtlich im Weg, denn ich finde, hinterfragte seine Aktionen, denn ich war eigentlich einer seiner Ratgeber und einer seiner Diener, aber er hörte nicht auf mich und sendete mich hierhin. Keine Sorge, seinen Kopf kriegen wir auch noch. Vielleicht ist das nicht nötig, aber wir werden sehen. Oder wir kriegen das raus, was in seinem Kopf unterwegs ist. Was euch auf jeden Fall sicher sein könnt, ist, dass was auch immer die Bestie ist, kein einfacher Kampf werden wird. Das sind wir inzwischen gewohnt. Solltet ihr lebend aus dieser Höhle kommen wollen, sicher lebend aus dieser Höhle kommen wollen, dann geht diesen Pfad weiter. Ich werde euch folgen und ich werde euch zu Diensten sein und ich werde euch nicht verurteilen. Wie das? So, jetzt müssen wir uns entscheiden, Jungs. Ja. Safer Pfad raus oder Monster umnieten? Ja, wenn wir kein Monster umnieten, haben wir kein XP. Und kein Loot. Außerdem. Wir hätten das vorstellen, dass im späteren Spielverlauf dann halt irgendwann. Möchte gern zwei dann daher kommt, aus welchem Grund auch immer. Er halt sagt ja hier, ne, meine ganzen anderen Leute sind an der Bestie verreckt, die ihr nicht erlegt habt. Ja, und ich hab dann irgendwie den anderen Weg rausgefunden, den ihr auch gefunden habt. Und jetzt mache ich euch alle kalt. Ja, mein Problem ist eher, dass ich neugierig bin. Ja, ich bin ja für Monsterschlachten. Also, ich sag's euch jetzt mal kurz als GM. Hättet ihr den jetzt nicht gefragt, hättet ihr einfach weitergehen können. Aber es ist nun mal, ihr habt den gefragt, der quasi der große Bruder von zwei war. Und der hat euch gesagt, das ist euer Auftrag. Sonst hätte ich euch weitergehen lassen. Ihr wärt auch rausgekommen. Also das sage ich euch jetzt. Ist auch absolut okay. Ist absolut nur, dass mir hinterher keiner in den Arsch beißt und sagt, du hast alles getan, dass wir sterben. Nee. Wenn wir verrecken, dann verrecken wir schon durch eigene Dummheit. Nee, das ist jetzt... Unser Stolz lässt nicht zu. Monsterschlacht. Ja. Also 0-2 guckt euch an, also Michael guckt euch an und sagt, lasst uns einfach demokratisch abstimmen. Ich will nicht derjenige sein, der dafür verantwortlich ist. Wer ist dafür, dass wir dem Pfad folgen und hier diese Höhle verlassen? Bitte hebt eure Hände. Wow. Einstimmig. Wer ist dafür, dass wir uns der Bestie stellen? Fisting! Okay, dann lasst uns dem Weg folgen. Also, ihr geht zurück und das dauert eine ganze Weile, bis ihr wieder an diese Weggabelung kommt. An die Dreier oder die Zweier? Die Dreier. Und folgt dann halt wieder dem Weg, wo ihr quasi zu dieser Weggabelung hingekommen seid. Aber ich ändere den Fall noch. Ja, ist okay. In was denn? Es war so, dass wenn uns einer. Kannst du nicht auch was hinschreiben? Exit hier? Ja, Ausgang. Oh, ich möchte Michael eigentlich nicht wieder hin. Vermutlich. Okay. Ja, das Problem ist, wenn da Leute reinkommen und das sehen, dann werden sie sich denken, dass hier das Monster das irgendwo hingeritzt hat. Exit, maybe. Gut, okay. Und ihr begebt euch wieder Richtung ursprüngliche Weggabelung. Und als ihr so die Hälfte des Weges zwischen den beiden Weggabelungen gemacht habt, hört ihr ein lautes Gebrüll von mehreren Menschen, das nach wenigen Momenten verstummt. 0,2 guckt euch an und guckt auf den Boden und schüttelt nur den Kopf. Okay. Bitte? Wir wissen jetzt wenigstens, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ist das okay für uns? Was denn? Ist das irgendwie gruselig für uns oder ist das okay für uns? Es ist nicht gruselig, ihr könnt euch denken, dass das quasi die Nächsten waren, die in die Höhle geschickt wurden, die Roten, und die halt jetzt der Bestie entgegengetreten sind. Ich würde gerne irgendwie an die Runde sprechen. Jungs, wir gehen jetzt in einen wahrscheinlich ziemlich heftigen Kampf um mit. Ich weiß nicht, ob Michael dafür geeignet ist. Ich wäre ja persönlich dafür, ihm hier rauszuschicken. Eine gute Idee. Das hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Ja, das ist mir gerade eben. Wobei, dann wäre er auch ohne Geleitschutz nach draußen gekommen und wer weiß, was ihn draußen erwartet hätte. Macht euch keine Sorgen, ich werde dieses Angebot sowieso ablehnen, denn ich habe meinem Herrn versprochen, euch zu Diensten zu sein und überall hin zu folgen und genau das ist meine Wahl, die ich getroffen habe. Ich werde euch folgen. Und wenn es mein Tod ist, ist es mein Tod. Aber vielleicht bin ich derjenige, der euch helfen kann.
Aber halte Abstand, wenn wir auf das Monster treffen. Eventuell musst du, falls wir scheitern, Nachfolgern sagen, was sie erwartet. Selbstverständlich. Falls wir einen Schwachpunkt finden sollten. Ich würde Michael gerne auch noch 2 meiner Heiltränke geben. Mhm. Er nimmt sie entgegen und genau. Bedankt sich, aber gibt sie dir zurück und sagt, glaubt mir, ihr werdet sie eher brauchen als ich. Ja, ja, weil sie gerade beschäftigt sind, kannst du uns einen geben. Genau. Danke. Das ist natürlich etwas anderes und er nimmt sie an sich und befestigt sie an seinen Gürtel. Als Supporter. Mhm. Das ist, wirst du super machen, Michael, das weiß ich, du kannst das. Ich bin lieber sauber, Junge. Ich finde es faszinierend. Aiden war in den letzten 2 Tagen ziemlich hilfreich. Ja. Ja. Yay! Aiden war nützlich. Ist ein kleines Bieten ans Klassenbrett. Ich bin auch ganz hin und weg. Eine kleine Sonne. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn mobben kann. Auf in die Schlacht! Okay. Vielleicht sollten wir ihn nach vorne schicken. Noch irgendwelche Vorbereitungen, die ihr treffen wollt, oder kann's losgehen? Es kann losgehen. Wieder Bogen. Und schon mal im Anschlag. Ja. Okay. Ihr geht die linke Weg entlang und nach etwa 5 Minuten seht ihr, wie plötzlich diese Figur, nenne ich sie jetzt mal, wieder vor euch steht, euch anblickt und sagt, gut, ihr habt euch doch noch dafür entschieden. Nun, dass Magie hier im Spiel ist, dürftet ihr mittlerweile begriffen haben. Nein! Und er hebt seine Hand und schnippt und unter euch verliert der Boden jeglichen Halt und ihr stürzt nach unten. So, Arschloch. Nach einigen Sekunden freien Fall, wo ihr schon befürchtet, dass das euer Ende ist, landet ihr allerdings relativ weich. Ihr tut euch nicht besonders weh, es ist jetzt nicht angenehm, aber ihr kriegt keinen Schaden. Aber ihr erhebt euch und blickt euch um und seht, worauf ihr gelandet seid, nämlich auf diversen Knochenhaufen und Kleidungsstücken von offensichtlich vorher hierher geschickten, die sich aber so hoch stapeln, dass sie euren Fang abfedern konnten. Und sie sind komplett abgenagt. Also die Kleidung liegt da, die Knochen liegt da, aber sonst kein Fetzen Haut, kein Fetzen irgendwas. Liegt dort was Brauchbares? Verrostete Schwerter und... Zuerst mal umschauen, ob irgendwo was ist, was uns angreift. Anauk, unser dunkelsichtiger Freund. Ja, ich gucke mich natürlich um, aber... Ja, du guckst dich um so und... Ich mir nicht mehr sehe. Du siehst in diesem Moment, wie es... Wollt ihr es wirklich wissen? Wie eine gigantische Wand nach vorne ploppt. Ich hatte so eine Ahnung. Wie nach vorne ploppt. Wie ploppt denn eine Wand? Hast du schon mal was von einem Gelatinous Cube gehört? Ja. Natürlich, von dem habe ich im letzten oder vorletzten Spiel. Ja, das ist darüber mal schon mal geredet. Exactly. Ich wusste von Anfang an, dass es einer ist. Was sonst? Ja. Ist okay. Also dann, auf ins letzte Gefecht. Moment. Jetzt muss ich gerade mal... Wo habe ich denn die Werte hingeschrieben? Ich weiß noch, ich habe Stunden damit verbracht, einen Schwachpunkt für die Dinger zu finden und habe nichts gefunden, weil die keinen haben. Doch, das ist nicht so ein... Vielleicht können wir ihn klein schneiden. Können wir Michael fragen, ob er so ein Ding weiß. Okay, ich sage noch mal kurz... Bevor der Kampf jetzt losgeht, ihr seht das dann alle, weil es aufleuchtet, dieser gigantische, etwa 10x10 Meter messende Blob. The fuck? Ja. Das ist ein riesiger Gelatinous Cube. Der aber von innen heraus leuchtet und ihr seht in der Mitte des Cubes, durch den ihr durchgucken könnt, der aber halt so wabbelt. Seht ihr in der Mitte eine runde Kugel. Ihr wisst nicht genau, also ihr könnt nicht genau ausmachen, was es ist. Es leuchtet halt. Und ist in der Mitte vielleicht so groß, also so Fußball groß. Können wir ihn fahren? Ja, ist ein Auto. und nee, war das hier in der Runde? Ich weiß gar nicht. Hatte ich mal eine Runde, da sind wir Gelatinous Cubes geritten. Nein, das war nicht die Runde. Ich muss den besten Freund auf den Felsen.
schon ziemlich cool. Ja, das glaube ich. Aber das ist kein Standard-Gelatinous Cube, so viel kann ich euch sagen. Es ist schon quasi eine Eigenkreation. Not your everyday. Ja. Es ist ein bisschen eine Eigenkreation. Okay, Initiative habe ich noch von euch. Ungewöhnlich, die füllt auch gerne mal ganze Räume aus, wo man es gar nicht merkt. Ja. Was hat der Spielleiter gefragt? Bitte? Ich sage, die Initiative von euch habe ich. Und es dürfte euch nicht allzu groß überraschen, dass das Ding, anfangen darf. Und es. Ich hätte jetzt gesagt, es ist lahmarschig wie die Sau. Also lass mich jetzt nicht aussprechen. Es ist vielleicht noch von euch 5 Meter weg und es bloppt nach vorne und nähert sich euch etwa 1 Meter. Als nächstes hätte ich dann bitte Shea. Ja, vermutlich werden Pfeile jetzt nicht so verbringen, oder? Das weiß ich nicht. Wert. Haben wir wieder brennende Fackel noch irgendwo? Ich glaube nicht. Also außer haben wir noch. Die sind alle ausgegangen durch den Pfeil natürlich, ne? Ah, bestimmt. Ja, ist der Pfeil. Andere, ich mein Magic Light hatte. Ja, das ist noch da, aber das ist ja kein Feuer. Ja, klar. Ja. Es ging darum, dass ihr vielleicht den Pfeil anzünden könnt. Aber über Flintset. Haben wir noch eine von den Fackeln bei uns? Ich hab noch jemand eine. Noch? Notfalls hast du da Stofffetzen. Ja, ich hab selbst sonst auch noch eine Fackel. Ich hab nur gemeint, vielleicht hat jemand eine in der Hand. Noch mal einen Sturz. Ja, möglich, aber sie sind Michael aus. Michael vielleicht. Aber ich habe ein Flintset, das heißt, ich kann die Fackel wieder einmachen. Ja, das ist richtig. Liegt eine bei mir in der Nähe sonst? Nicht eine Fackel, aber jede Menge Stofffetzen und Knochen. Knochen brennen auch. Ich würde gerne an von den Knochen oder halt von diesen Stofffetzen an. Flinten. Naja, also mit einem Flinten Knochen anzünden wird schwierig, aber vielleicht könntest du ja, was verbinden. Crafting. Ich hab gedacht, da liegt schon Stoff. Ja, tut es ja auch, aber willst du einfach so einen Lappen anzünden? Du könntest da wird sicher Stoff um Knochen rum sein. Ja, aber da muss ich erst wieder meinen Bogen aus der Hand legen. Das ist richtig. Musst ja, du eben. Dafür. Also okay, du zündest ein Stück Stoff an. Das klingt doof. Nein, ist ja legitim. Du zündest ein Stück Stoff an. Ja, dann zünd dir an, genau. Gut, das fängt an zu brennen. Überraschend. Voll. Mordrak, bitte. Ja, ne? Ich schau drauf. Ja, wo drauf? Ich versuche vorzustechen auf sein komisches leuchtendes Gedöns. Sein okay. Fußball. Okay, du. Ja, dann mach bitte einen Angriffswurf. Also, Moment, ist der nicht. Also, Frage jetzt. Ja. Diese Kugel. Ja. Die ist ja in der Mitte vom Block. Ja. Also nicht vorne an der Wand in der Mitte, sondern Mitte. Ja, ja. Also man muss da 5 Meter in das Vieh rein, um da drauf zu hauen. Das beantworte ich dir jetzt nicht. So sieht es zumindest momentan für uns aus. Mhm. Kann auch sein, dass das Ding einfach nur riesig aussieht, weißt du, und einfach nur eine Scheibe ist, damit es groß und bedrohlich wird. Gut, okay, Angriffswurf bitte. Ja, 14 plus 2. So ein großes Ding von 10 Meter mal 10 Meter kann man leicht verfehlen. Ja. 16. Okay, ja, du triffst. Du steckst dein Schwert in das Ding rein, aber du schaffst es mit deinem Schwert nicht, selbst obwohl das ein recht langes Schwert ist, schaffst du es nicht bis in die Mitte des Cubes reinzukommen. Siehst du in etwa, wie weit es da noch gefehlt hat? Ja, 3 Meter ungefähr. Oh. Gut. Knapp, knapp, ganz Aiden, knapp. Aiden, bitte. Ich brauche ein größeres Schwert. Schmeiß es einfach. Gute Idee, dann ist es weg. Ich muss mal kurz fragen, wie, ja. Weil ich habe ja mein Öl wiederbekommen. Ja. Ist das Öl in einer gläsernen kleinen Karaffe? Ja, im Glas, im Kristallglas. Nein, in einer Tonkaraffe. Scheiße. Du könntest das anzünden und die Tonkaraffe schmeißen, weil da brennt ein kleines Feuerchen. Ja, nein, ich hatte gerade eine andere Idee, dass ich die Runde zum Craften verbrauche, aber das bringt nicht viel. Weil das nicht klappt. Ein Eden-Cocktail? Ja, genau. Wer weiß, was ich meine. Wobei, das klappt ja immer noch. Ich wollte ja das
Nur die hat aber so brennend funktioniert. Gut, ich habe ja auch noch Leinen. Dann würde ich in eines von diesen Karaffen praktisch eine von den Leinen reintun. Und dann an Sheas Feuer, Feuerchen da so. Ja, alles klar. Gut, das brennt jetzt um. Okay, als nächstes haben wir dann bitte Anauk, glaube ich, ne? Heißt er. Ich kann es nicht merken. Ja, Anauk. Der macht das, was er am besten kann, mit einer Waffe in der Hand. Ja. Ich bin am Überlegen, also andere Optionen habe ich eigentlich nicht, außer dumm dastehen. ja, greifen wir es an. Ja, vielleicht wie? Kann man ja. Das ist jetzt schon durchaus wichtig, wie, deswegen frage ich. Ja, erst einmal so von oben nach unten. Ich hoffe, dass wir es vielleicht schaffen könnten, ein Stück rauszuschneiden, dass wir uns so langsam vorarbeiten. Gut, okay, dann bitte einen Attack-Wurf. Oh, das ist eine 1. Gut. Hei, ja, ja, okay, okay. Ich gebe einen Fate-Point aus. Ja, alles klar. Du hackst dir den Fuß ab. Ja, sowas wäre jetzt gekommen. Und verwandle es in eine geworfene 13 plus 6 macht eine 19. Ja, alles klar. Du triffst auf jeden Fall. Du schwingst mit deiner Axt und schneidest etwa so in Abhöhe von 1,80 Meter in das Ding rein, nach unten. Und falls von Interesse ist, wäre ein Volltreffer mit 15 Schaden. Nö, interessiert nämlich nicht, weil der Cube teilt sich zwar auf, aber als du deine Axt wieder rausziehst, blubbt es wieder zusammen. Kann man einen Schnitt erkennen? So in so einer Gelatine kann man üblicherweise durchaus erkennen, ob da so ein Schnitt drin ist. Das ist richtig, aber in dem Falle siehst du halt, dass das wieder zusammenbloppt und dann auch und die Naht langsam von oben nach unten wieder zusammenwächst. Also wenn wir schnell sind, könnte das was werden. Gut, dann haben wir noch Benedict Cumberbatch. Wer was macht, Jasuk? Ach ja, schön, Entschuldigung. Irgendwie vergesse ich die immer. Einer. Ich grapple ihn. Er wirft sich in den Cube. Kann ich einen gezielten Schlag auf sein Knie ausführen? Dein Troll. Das sind alles die Taktiken, mit denen ich irgendeine Situation gerettet habe. Du guckst nach einem Knie, aber du findest keins. Du haust einem der Skelette aufs Knie, weil das einzige Knie in der Nähe ist. Ich mach doch mal den Mordrack angucken und sagen, es hat kein Knie. Okay. Du hast auch Intelligenz geskillt. Okay. Willst du noch was machen? Oder was mache ich jetzt? Warte. Ich muss mal ganz kurz. Ich habe kein Knie. Ist es Lipo oder Hydrophil? Das musst du mich fragen. Das weiß ich nicht. Klingt das komisch, wenn ich sage, ich möchte versuchen, es mit Schweinefett einzureiben? Ja, ich meine, versuchen kannst du. Also, ne, vielleicht löst er sich ja auf. Also, ich meine, es soll ja auch so Glimmer geben, der so ein bisschen festlöst. Also, das ist das, was du machen möchtest, okay? Kann ich. Da hätten wir mal Salz gekauft. Ist ja keine Schnecke. Ja, dennoch, hat auch genug Wasser drin. Ich habe ja mannigfaltige Möglichkeiten, ne? Ja. Ich hätte hier noch Wasser, 3 Liter, ich hätte noch meine Flasche mit Met und ich hätte noch Schweinefett. So, also irgendwas davon löst ihn bestimmt an. Ja, Schweinefett. Wolltest du jetzt mit Schweinefett anfangen? Ja, wir fangen jetzt erstmal mit Schweinefett an. Du gehst nach vorne auf das Vieh, auf den Cube zu und holst das Schweinefett raus und reibst es ganz schnell auf das Ding drauf. Und du siehst... Nichts passiert. Moment, Leute, zuhören. Und du siehst, wie es anfängt zu sizzeln, also wirklich so zu blubbern ein bisschen und. Dann, I did something! Dann, Moment. Dann löst sich das Fett einfach auf. Das wäre jetzt zu cool gewesen, um wahr zu sein. Ich hätte es jetzt so lustig gefunden, wenn er noch weg, ne? So, jetzt ist aber Benedikt dran. Ja, und ich versuche mit einem Pfeil auf diese Kugel zu schießen. Dann mach bitte einen Angriffswurf. Ja, das ist jetzt immer sowieso eine Katastrophe. Zünd den Pfeil an! Ich bin schon froh, wenn ich überhaupt in die richtige Richtung schieße. Und keinen von uns abschießt. 19. Oh, no, das ist ordentlich. Okay, ja, okay, dann mach bitte einen Schadenswurf.
Oh, das ist ein 1d6 oder was ist das? Ja, D6. 1d6. 1d6, okay. Ich weiß ja nicht, was ich werf. 2. Ja. Okay, dein Pfeil fliegt und auch relativ genau auf diese Kugel zu. Und du siehst, wie der Pfeil auf dieses Wabbelzeug trifft und immer langsamer wird und nach gut 2 Metern aufhört zu fliegen. Mit genug Kraft kommen wir da rein. Bitte? Mit genug Kraft kommen wir da rein. Und der Pfeil ist jetzt einfach im Gelee drin. Der blubbelt da drin rum. Okay, passt. Deswegen werfe ich nicht mein Schwert. Dann werf was anderes. Wir haben Dolche, wir haben Knochen. Wir haben ein Zwerg. Wir haben Leichen. Wir werfen einen Zwerg. Okay, dann ist unser QB-Bubi dran. Jelly time. Und der blubbt nach vorne. Jetzt muss ich kurz überlegen. Es sind 3 Leute direkt vor ihm. Und er blubbt etwa 1 Meter nach vorne. Und frisst quasi, also legt sich einfach über die 3 Herren, also auf Einar, auf Anauk und auf Mordrak. Ihr spürt, wie euch komplett die Luft wegbleibt und wie euch wirklich das Zeug, was da ist, also dieser Gelee, sich anfängt in eurer Haut zu fressen. Kleinen Moment. Ah ja, bitte mal alle einen Wurf auf Ausdauer. Aber nur die 3 Nitrationen. Nur die 3, ja, nur die 3. Nur die 3. Konstitution. Mach was Spaß mit. Du musst drunter bleiben, ne? Drunter bleiben, ja. Ja gut, 10, ich habe eine 21, also... Gut. Ich habe eine 9 gewürfelt und habe 16. Okay. 1 gewürfelt und habe 11. Okay. Shena, nochmal, was hattest du gewürfelt? Ich habe eine 10 gewürfelt. Achso, und du hast 21, okay. Ich bin das Konstitutionsmonster. Also, es legt sich kurz über euch, aber ihr spürt, wie es euch abstößt. Und ihr fliegt einfach einen Meter quasi von dem Ding weg nach hinten. You lucky motherfuckers. Gut. That was that. Und dann ist Shea dran. Kann ich jetzt meinen Pfeil anzünden und schießen oder müsst ihr den vorher? Naja, das kannst du schon in einem Zug so fupp und dann. Ja, passt. Sehen. Das mache ich dann auch gleich. Ja, dann tu dies. So. Einmal ein D20, gell? Ja. 12? Ja. Dann bitte Schaden. D6. Plus 4 wegen Feuer. 5, nein, ich habe sowieso D6 plus 2, also sind 7 und plus 4 sein 11. So, kleinen Moment. Du siehst, wie sich der Pfeil durch diese Masse frisst und auf diese tatsächlich wirklich bis zur Mitte fliegt. Das Feuer erlischt zwar, aber du siehst, wie dieser Würfel oder dieses blobbige Ding, was da vor euch steht, so einmal komplett zittert. So, das waren 11 Schaden, hast du gesagt, ne? Mhm. Alles klar. Ja, kleinen Moment, ich hab's gleich. So. Alles klar. Okay. Dann bitte einmal Mordrak. Ich hebe mein Schild und frage in die Runde, haben wir eine Möglichkeit, diesen scheiß Knochenhaufen anzuzünden? Naja, ich habe nur ein Flintset. Das ist normalerweise. Und 3 Leinentücher. Und also, jede Menge Kleidung, die hier rumliegt. Wir haben Öl. Okay, aber das war erstmal Mordraks Zug. Dann bitte Aiden. Ich muss kurz nachfragen. Was für ein Knochenhaufen? Also jetzt nicht auf dem wir gelandet sind. Ach, das ist ein Knochenhaufen, auf dem ich dachte, das wäre. Nee, jetzt steht hier nicht mehr auf dem Knochenhaufen. Also, die Leute, die nach vorne gegangen sind, sind quasi von dem Knochenhaufen runter und stehen auf Fels. Das habe ich nicht erwähnt, tut mir leid. Also, Shea und ich stehen noch auf dem Knochenhaufen. Mhm. Genauso wie ich auch und Michael auch. Ja. Ist hinterm Knochenhaufen noch Platz oder hört er nachher die Höhle auf? Oder das dachte ich mir. Sonst würde Blob seine Taktik nicht aufgehen. Und deswegen schmeiße ich auch meinen kleinen Molly. Für Michael! Schmeiß ich auf das Ding drauf. Bitte einen Wurf auf Geschicklichkeit.
Oh shit. Weißt du, gerade eben hat es geklappt, jetzt werde ich wahrscheinlich vollkommen. Das ist Dexterity. Ja. Oh, geil! Eine 4 von 12. Alles klar, du triffst auf das, also diese Fiole trifft auf relativ oben, so in etwa 3 Metern Höhe. Mit dem brennenden Stoff drin. Ja, ja. Und die Fiole, sie zerplatzt nicht, aber sie ragt so raus. Und zum Glück auch mit der brennenden Seite. Und erstes Mal passiert nicht mehr. Okay, bin ich cool damit. dann haben wir wieder Anauk. Ja, der geht jetzt zurück zum Haufen, schnappt sich dort möglichst großen Stück Fetzen und beginnt das Ganze um den Axtkopf vorne rumzuwickeln. Mhm. Klar. Dann bitte Einer, danke. Wie in unserem Namen. Es ist spät. Also haben wir jetzt festgestellt, dass er auf Feuer reagiert? Anscheinend ja. Zumindest besser als auf eine normale Waffe. Tja, warte mal. Und ich hab sonst nichts, weil der Zwerg kann im Dunkeln sehen, darum habe ich keine Fackel oder ähnliches. So, das Schweinefett, das britzelt ja einfach weg von ihm, wenn ich es einfach nur so drauf schmiere, ne? Jupp. Yes. Ja, und das hat er gefressen, das hat ihm geschmeckt. Ja gut, dann fange ich halt an, irgendeinen Lumpen um mein Keulchen zu wickeln und das mit Schweinefett einzurühren. Also einzurühren. Ja. Punkten. Vorbei. Dann bitte Benedikt. Ich mach das Einzige, was ich im Moment kann. Nochmal einen Pfeil draufschießen. Ich weiß, vielleicht, dass er eigentlich Baldrian heißt, aber er ist jetzt Benedikt. Genau. Baldrian, Benedikt. Kann man so, nochmal ein W20, ne? Ja. 14. Das war ein einfacher Pfeil, ne? Ja, normaler Pfeil. Alles klar. Ja. Ja, dann Schaden bitte. 6. Sehr schön. Dein Pfeil fliegt jetzt deutlich besser in das Ding rein und wird zwar langsamer, erreicht aber tatsächlich den Mittelpunkt und scheint es auch zu penetrieren. Es geschieht ein Wackeln, wie es bereits vorher zu sehen war bei dem brennenden Treffer, allerdings nur so ein leichtes Wobbeln. Und dann war's das. Und dann ist das Ding wieder dran und es stehen immer noch 3 Leute vor ihm. Nee, stimmt nicht. 2. 2. Nämlich, Mordrak und, Einar. Gut. Und in ein erneutes Wobbeln, dass sich das Vieh näher kommt und über euch liegt. Bitte ein Wurf auf, was habe ich gesagt? Ausdauer. 4 von 11. Bitte? 3 von irgendwas. Okay, erneut werdet ihr einen Meter nach hinten geworfen. Flump. Okay, Shea. Nein. Was? Erneut bewegt sich das Ding. Was? Yes, that's a thing he can do. Und plötzlich fahren aus diesem Cube so 2 Blobs raus. Also einfach so Kugeln quasi, die auf die beiden Herrschaften herunterknallen. Also auf Mordrak und auf Einar. So, jetzt muss ich kurz einen kleinen Moment. Naja, alles klar. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Ja, okay. Und was habt ihr für eine Ahnung, Klaas? 17. So rum gehört das dann. 13. Ja. Und die Blobs sind so enorm, dass sie tatsächlich auf euch runterdropsen. Und euch. Das klingt alles so ungefährlich, ne? Die Blobs dropsen ja, auf uns runter. Aber glaubt mir, das ist alles andere als ungefährlich. Okay, Moment. Jetzt muss ich mal kurz würfeln. Boah, Alter, habt ihr einen Luck? Jetzt ärgert sich richtig. Ja, weil das alles so ungefährlich aussieht. Aber irgendwie scheint der Blob ist, oder der Cube es nicht hingekriegt haben,
den stark genug zu verengen, aber ihr spürt schon, dass es euch wehtut. Und ihr kriegt beide 2 Schaden. Und es hätte so viel mehr sein können. Ja! Wie viel Schaden kriege ich? 2. Du hast nicht viel. Nee. Reib's ihm noch rein. Gut, jetzt ja, bitte Shea. Ja, das ist aber nochmal von vorne. Noch einmal Feuerpfeil anzünden. Ja, dann bitte Feuer frei. Oh, D20 ist auf 3. Das leider bleibt der Pfeil, schafft nicht den ganzen Weg und bleibt vor dem Blob liegen. Mhm. Mordrak. Ja. Mein Schwert umbinden mit Stoffzeug, das umliegt. Mhm. Aiden. Zünd meinen Pfeil an! Das ist eigentlich glatt mal eine Idee. Weil ich habe nämlich schon die ganze Zeit überlegt, wie kann man eigentlich bei so einem rundenbasierten System wie hier einen Combo-Move starten? Weil zum Beispiel als einer, als Anna, okay, ja. Musst du sagen, dass du das machen willst und dann muss der andere zustimmen und dann kannst du das machen. Dann passiert das bei seinem Move. Ach so. Ja, dann würde ich tatsächlich so ein Stück Stoff vom Boden abreißen, aufheben, whatever davon und eben damit hier, wie heißt das, seinen Stab anzünden. Sein Dingens hier, sein Pfeil. Nur mein Pfeil, meinen Stab nicht anzünden, ich möchte meinen Stab behalten. Ja, den brauche ich noch. Ich sag's nur, du darfst das jetzt mal machen, aber normalerweise ist die Aktion zu groß, Stoff zu suchen, den abzureißen, hochzugehen, draufzustecken, Zündzeug rauszuholen, anzuzünden. Jetzt lasse ich es aber einmal zu. Warte, ich dachte, wir haben Boden, was Kleines Brennendes von Shea. Bitte? Ja. Ich bin davon ausgegangen, wir haben was Kleines Brennendes von Shea auf dem Boden. Ja, wer haben wir denn? Ja, aber das braucht sie für sich wahrscheinlich. Das ist jetzt, ja, aber du kannst mit so ein Stück brennenden Stoff abreißen? Nein, aber mir geht es nur darum, dass ich ein Stück Stoff abreiße und bei ihm rumbinde. Er kann es ja selber anzünden und schießen. Du hast aber gesagt, du zündest es an. Deswegen, du hast es. Ja. Du reißt ein Stück Stoff ab, bindest es drum und zündest es an. Das war für mich. I'm sorry. Ist okay. Alles klar. Reiß ein Stück Stoff ab und binde es um sein Pfeil. Alles klar. Gut. Okay, dann Anauk, bitte. Ja, ich möchte das schon angezündete Feuer nutzen, um meine Axt dort anzuzünden im Endeffekt. Yep. Also den Stoff an meiner Axt. Ich vermute mal, wenn ich jetzt noch nach vorne gehe, wird das dann schon ausreichen für meine Aktion. Also du gehst auf das Ding zu. Ja. Und stellst dich davor. Okay. Dann bitte einer. Ja. Okay. Ja, dann. Also brennt was am Boden? Bei dir nicht, du stehst ja beim Q. Dann zünde ich meine Knüppel an. Und okay. Vorbei. Dann ja, bitte, ja, tut mir leid, aber... Nein, mal. Ich kann ja nichts machen. Dann bitte, Benedikt. Baldrian. Ich weiß. Gut, dann zünde ich jetzt den Pfeil an. Mhm. Ich sag übrigens auch noch dem lieben Michael, keine Ahnung, was der macht, eine Fackel wäre lieb. Ja. Oder wenn praktisch. Ja. Und dann schieße ich auf das Dingsi. Dann bitte, ein Angriffswurf. 20. Ja, das, okay. Ist bemerkt. Nice. Dann bitte ein Schadenswurf. Plus 4, wie gesagt, wegen dem Feuer. Mhm, das ist ein D6, haben wir gesagt. 5 ja. Plus 4 sind 9. Okay. Moment. Ist das nicht kritischer, wenn er einen 20er vorher geworfen hat? Das ist korrekt. Das gibt nochmal 2 extra Schaden. Das beachte ich schon immer. Okay. Nur 2? Ja, weil ihr das alle nicht sagt. Normalerweise hatten wir gesagt, es gibt ein D6, aber wenn du alle... Ne, nee, ich frage jetzt gerade, weil... Ich finde euch ja nichts. Aber macht nicht so oft Angriffe mit Critical. Das ist richtig. So, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Was hattest du gewürfelt? 5 plus? Nee. 5 plus die 4. Ja, ja, alles klar. Also, okay, 9. Mhm. Sind noch. Okay. Okay, ja, das Ding, dein Pfeil fliegt wieder durch mit dem Feuer voran, scheint es sich auch ganz gut durch das Ding durcharbeiten zu können, fliegt in das Teil rein und es wobbelt wieder so auf. Ich will nur erwähnen,
als Spielleiter, also wenn wir mehr Schaden machen, das dürftest du als Spielleiter schon. Wenn ich mal richtig Schaden. Okay. Gerne Spielleiter, ja. Bevor die Runde jetzt zum Blob geht, wollte ich noch nachgefragt haben, was eigentlich mit meiner in dem Viech steckenden brennenden Fiole. Die so brennt vor sich hin, aber mehr passiert jetzt erstmal nicht. Ah. Du hast schon mal das Konzept einer Öllampe gesehen. Das ist genau das, was du da gerade hast. Just saying. Ja, nee, mit der Logik verstehe ich. Ja. Weil woran soll es zerbrechen, Angeli? Ja, das ist mir gerade auch eingefallen. Okay, okay, ja, der Michael, der holt eine Fackel raus und zündet die recht nervös an und wackelt mit den Händen. Ich hoffe, ich helfe euch damit. Okay, das Wobbelblobbel ist dran. Und diesmal, es bewegt sich nach vorne, bleibt aber vor den Herrschaften stehen. Aber erneut fahren Arme quasi aus. Diesmal sogar drei an der Zahl. Und sie fahren ein ganzes Stück noch weiter aus. Und rammen auf die drei Herrschaften, die da hinten stehen, runter. Und die Dame. Das war ja offensichtlich. Bitte? Das war irgendwie offensichtlich, dass es jetzt auf die Leute losgeht, die Schaden machen. Ja, was soll das auch sonst machen? Mhm. Ihr braucht nicht gucken, das trifft. Ich brauch nicht gucken, das ist Mensch. Ja, wie hart falle ich in Ohnmacht? Moment. Und ihr spürt wirklich einen immensen, als würde euch ein Eimer mit Ziegelstein. Einen Eimer mit Ziegelsteinen auf den Kopf preschen. Und ihr spürt auch, wie euch wirklich massiv eure Wirbelsäule Schmerzen zugefügt wird. Und eure Beine unter euch so ein bisschen nachgeben. Und ihr erhaltet alle drei Schadenspunkte. Oh, Glück gehabt. Für einen Eimer Ziegelsteine, echt wie. Ja. Also für Shea ist es so wie so eine Morgenbrise. Ja, genau. So ein LKW, der mich von der Seite trifft. Ja. Wie viel hast du denn jetzt noch? 5? Ja, ich hab jetzt noch 5. Alter Schwede, bist du so wie Papier. Ja, ist immer noch Level 1. Ich hasse euch alle. Ich meine, ich hab jetzt immerhin 13, weil ich perfekt gewürfelt habe beim letzten Level Up. Mein Charakter ist einfach so verhunzt, das wäre der perfekte Tank und spielt auf Bogen. Was ist jemand? Ja, so Shea, dann zeig uns mal deinen Tank-Bogen. Ja. So, jetzt kann ich jetzt eigentlich angreifen oder bin ich benommen? Nein, du kannst schon angreifen. Ich glaube, mit 3 Schaden bist du nicht. Ja, nee, schon. Ja, aber so ich würde nämlich gern auf die Öllampe schießen. Mhm. Dann danke! Bitte ein Versuch auf Geschicklichkeit. Geschicklichkeit ist jetzt Constitution wieder, oder? Nee, Dexterity. Ah, Dexterity. Und, eine 4 und ihr habt 10. Ja, okay. Ja, nein, der Pfeil trifft schon. Und die Fiole zerplatzt und das Feuer breitet sich aus über so vielleicht einen Teppich von einem Meter. Und du siehst, wie sich das Feuer so langsam in das Ding reinfrisst. Ist das zufällig so genau über diesen Fußball? Nein. Verdammt. Es hängt so in etwa 3 Metern Höhe, hatte ich ja gesagt. Und dafür ja, schon. Aber so von der Fläche her, ob das genau sieht, wenn es sich runterfressen würde, dann schlussendlich zum Mittelpunkt kommt. Ja, aber halt unter dem, weil 3 Meter und 5 Meter Höhe. Der Fußball ist ja höher. Ah, okay. Gut. Well. Aber immerhin, es passiert was. Mordrak. Ich entzünde meine Klinge. Yes. Aiden, bitte. Du steckst mich an. Das war der Plan. Ja, ich bin halt literally. Nein! Hier. Wortwörtlich nein, kann ich bestätigen. Ja, das stimmt. Meltdown MK1! Ching! Ich mach halt jetzt mein Trinket auf das Viech. Was macht das nochmal? Minus 1 Armor. Ja, alles klar. Weil das Problem war bei dem Ding. Was? Noch. Nö.
Gut. Jetzt hat es minus 1 Armor. Jetzt sind es aus Prinzip Schaden durch die Bewegung. Ja! Ja, nee, ist ja alles gut. Anauk. Ja, ich habe eine brennende Axt und ich gedenke sie einzusetzen. Dann sage er mir wie. Oh, das ist eine gewürfelte 20. Auf Angriff. Ja, erstmal möchte ich wissen, was genau du machst. Ich schlage zu. So etwas diagonal. Okay. Ich kann bloß mit der Axt zuschlagen. Ja, aber wo, das ist jetzt die Frage. Wo schlägst du hin? Jetzt so in der Mitte von dem Ding, wo der Ball ist? Oder links oder rechts? Oder versuchst du die Ecken abzuhacken, damit es eine Kugel wird? Ich will mich in Richtung Ball durcharbeiten. Ja. Also in die Mitte. Ja. Okay, alles klar. Gut. Dann, ja, du triffst und dann, ja, okay. Schaden brauche ich keinen. Trotz brennender Axt? Trotz brennender Axt, weil mittlerweile dürftest du verstanden haben, wo du Schaden machen kannst. Wenn nicht, dann tut es mir auch leid. aber du siehst... Ich komme nicht ran! Ja, wie die brennende Axt so durch das Ding durchfährt in so etwa 1,80 Meter Höhe und das Feuer tatsächlich so ein Stück von dem Ding wegfrisst. Also so ein das kleiner Tunnel von 30 Zentimetern Breite und auch Tiefe sich in das Ding reinfrisst, bevor die Flammen so langsam ausgehen. Das ist ja schon hilfreich. Mhm. Ich muss bloß ständig die Axt anscheinend neu anzünden. Nein, die Axt brennt noch, nur das, ah, okay. Das Ding hat quasi Feuer gefangen, aber wieder aufgehört. Okay, einer. Noch, oder was? Ja, so ein kleines. Ich darf endlich zuschlagen. Ja, bitte. Ja, mach ich auch. Ja, dann mach doch. Warum höre ich dich so gut wie gar nicht mehr? Weiß ich nicht. Hallo. Jetzt höre ich dich wieder. Gut. Natural 20. Ja. Braucht ja, trotzdem leider keinen Schaden. Auch. Ich sag jetzt einfach mal, du hast auf die ähnliche Stelle gehauen wie Fena. Aber mein Knüppel brennt doch. Ja, ja. Ja, meine Axt hat auch gebrannt. Wir machen jetzt das Fleisch von dem Vieh, wenn man so will, weg. Ja, gut. Gelee. Und bei dir... Hat jemand eine Schaufel dabei? Das ist sicher nicht schneller als ein Knüppel. Aber das brennt sich auch wieder in das Ding rein und mittlerweile habt ihr dann so einen Tunnel von etwa 1 Meter Tiefe in das Ding reingebrannt. Oh. Hier ist doch schon mal was. Da kann ich schon einen Schritt reinmachen. Baldrian. Jawohl. Kleine Frage. Hätten wir überhaupt seitlich von dem Teil noch irgendwie Platz? Oder also, ist dafür, dass die komplette Breite aus? Neben das Ding stellen ist nicht. Das ist oben, unten, links, rechts abgeschlossen. Also es kommt einfach. Wir können nur von vorne um. Ja, ja. Gut, das Problem ist, ich habe jetzt gerade. Okay, ich müsste jetzt zuerst wieder Stoff um den Pfeil wickeln. Also ihr habt übrigens noch so etwa 3 Meter Platz hinter euch. Wir haben noch ein bisschen Platz hinter uns. Ja, so 3 Meter. Zwischen Cube also drei und Wand. Runden. Gut, weil dann nehme ich Stoff vom Boden auf, wickle es um den Pfeil und gehe einen Schritt zurück. Mhm. Das wird mir nicht mehr reichen, um ihn jetzt noch an, wie heißt's, an Michaels Fackel anzuzünden, aber zumindest nächste Runde dann. Ja, okay. Der QB-Bubi schiebt sich 1 Meter nach vorne und versucht erneut, die drei Herrschaften in sich aufzunehmen. Bitte wieder einen Wurf auf Ausdauer. Ja. 8. Haha. Sehr gut. 12 von 21. Moment, ich muss kurz gucken. 12 hast du gewürfelt. Von 21. Ja, ist klar. Und was war bei Mordrak? 1 von 11. Boah. Und ihr fliegt erneut 1 Meter nach hinten. Es bleiben euch noch knapp 2 Meter. Shea. Übliches Spiel. Neuer Pfeil, neues Glück. Dann go for it. 16. Jupp. 5 plus 2, 7. Plus 4. Sind 11. Genau. Moment. Okay, alles klar. Ja, erneut ein Treffer in den Ball und erneut macht es wobbel, 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 wobbel. Langsam, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Mordrak, bitte.
Ich möchte jetzt mit meiner brennenden Klinge Richtung Ball vorstoßen, mit einem ordentlichen Stich. Dann stoße mal. So stoßet er. 17 habe ich gewürfelt, plus 2. Ja, ja, alles gut, reicht schon. Du stößt quasi in das Ding hinein. Also stehst du in dem Tunnel oder also in dem Loch, was in den Tunnel, ja. Ja, du kommst fast ran, aber nicht ganz. Aber du brennst ein Loch, etwa auch so fußballgroß, rein. Es fehlt noch ungefähr einen Meter, bis ihr das Ding quasi freigelegt habt. Aber du füllst quasi das Loch aus. Ich sag's nur den Bogenschützen. Du füllst das Loch aus, also da jetzt reinschießen, könnte vielleicht wehtun. Do it! Ich renne zu... Stopp den Bogen, verdammt! Ich gehe zwischen Anauk und Einar mit meinem Speer und sage zu einem von den beiden, schmeiß mich da rein! Gut, wenn er möchte, kann ich das machen. Ja, gut. Ich meine, wer bin ich? Ne? Ich meine, wenn du dran bist, kannst du... Kein Verlust. Es fehlt bei Mordrak nur noch ein verpassenden, verdammten Speer. Ich selbst bin doch schon 1,80. Da komme ich dreimal dran an das Ding. Das kommt dann, wenn Flo dran ist. Okay. Anauk. Ja, gut, man darf ja ein bisschen was sagen, wenn ich recht Sinn habe. Ich gucke zu an zu einer. Machen wir's? Ja, wie gesagt, wer wäre ich, ihm irgendwie sein Glück zu verwehren? Ne? Ja, ich werde im Endeffekt unserem guten Einar helfen, ihn da reinzuschmeißen, weil Einar ist für mich recht so der etwas stärker als ich. Ja. Gut, dann. Also ich helfe ihm dementsprechend. Dann tut das. Werft bitte einen Wurf auf Geschicklichkeit. Ich auch. Sag mir das Ergebnis. Ja, nö. Ich hätte auch Stärke geworfen. Wenn ich werfen will, dann werfe ich. Ihr müsst ja aber auch zielen. Also ja, das die letzten Male, 10 Meter von dem treffe ich. Bitte? Mal war immer wenn ich etwas genau werfen will, dann richtig, dann werfe ich Geschicklichkeit, ein Messer oder so. Ja. Aber bei einem, das ist gerade ein Stärke. Nee, ich weiß aber nicht warum, weil, Moment, wo wollt ihr ihn hinwerfen? In das Ding einfach rein? In den Cube rein. Okay, ja, dann ist Stärke, bitte. Er ist 10 Meter. Ja, nee, ist okay. Ihr schmeißt schon in Richtung von dem Ort. Ja, und da wäre es Geschicklichkeit, weil der Ball ist nicht besonders groß. Also ich bin keine große Hilfe, das war eine 1. Aber ich habe noch einen Schicksalspunkt. Wieso ist das keine große Hilfe? Du musst doch unter deiner Stärke sein, das ist doch perfekt. Achso, unter mal. Ja, mach ruhig ein Schicksal, ja, kein Problem. Dann war es eine 1 und dann war es davor. Okay. Ein kritischer Erfolg. Ich habe eine 6. Okay, ihr werft ihn also hinein und er stößt tatsächlich mit ziemlich viel Kraft in das Ding rein und sein Speer voran kommt auch tatsächlich in diesen Ball in der Mitte. Was für einen Schaden machst du bitte? 2d4 habe ich. Warte mal. Ich bin nämlich gerade ernsthaft nicht davon ausgegangen, dass es so klappt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ihr das wirklich versucht. Ich mach 5 Schaden. Okay, 5 Schaden. Dann vermelde ich das. Shinji, wir sind 4, was erwartest du? Gut, dann bitte Benedikt. Ich kann jetzt nicht mehr mit dem Pfeil schießen, weil da ein verdammter Aiden im Weg ist. Schießt durch ihn durch! Könnte ein Problem werden, ja. Kann ich meinen Zug aufheben, bis hoffentlich der Blob ihn wieder ausspuckt? Du kannst abwarten, aber... Also abwarten auf die nächste Runde. In der nächsten Runde sagen, jetzt möchte ich gerne... Gut, das würde ich nämlich gern machen. Okay. Weil sonst schieße ich Aiden den brennenden Pfeil in den Arsch. Yes, das ist richtig. Das ist lustig, wäre sehr lustig, aber. Verdammt nochmal! Der Plan ist aufgegangen. Ja, der ist aufgegangen, jetzt ist aber der Cubicube dran und der macht ordentlich Schaden, weil sich das Gel und das Ganze, was ihn ausmacht, sich jetzt in deine Haut frisst. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt mal ordentlich Schaden mache. Ja, Entschuldigung, aber es ist nun mal, wie es ist. Wie viele Lebenspunkte hast du? 5. Zieh 21 Lebenspunkte ab. Tot.
Also es tut mir leid, aber es ist, das war nicht so sonderlich clever, so leid es mir tut. Mach dir bis zum nächsten Mal einen neuen Charakter. Können wir auch gerne, Facebook-mäßig kann ich dir dabei helfen. Aber dein Charakter löst sich quasi auf und es bleiben nur noch Knochen und Haut. Jetzt? Knochen und Stoff. Tut mir leid. Ja, nö, das kann ich nachvollziehen. In Säure springen ist meist nicht so clever. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es direkt Säure ist, weil die anderen ja immer mit Dexterity wieder rausgeflogen sind. Ja, aber die waren immer nur am Anfang. Ich war nicht komplett drin. Nein, ich dachte, die waren drin. Die wurden eingesaugt und dann wieder ausgespuckt. Ja, der hat sich drüber gelegt und der wollte sie aufsaugen, das funktionierte aber nicht, weil sie sich rauswinden konnten und wurden wieder ausgespuckt. Okay. Aber du hast dich jetzt freiwillig komplett umringen lassen. Aber wisst ihr, was ich interessant finde? Auf der einen Seite löst sich Aiden komplett auf der anderen Seite stehen wir auf einem Knochenhaufen. Nein, habe ich gesagt. Nee, er löst sich auf bis auf Knochen und Kleidung. Okay, Entschuldigung. Ich war unaufmerksam. Ja, und jetzt habe ich wenigstens wieder eine freie Schussbahn, so wie ich das sehe. Das stimmt. Man muss das Positive an der Sache sehen. Ja. Das heißt, Pfeil anzünden und Schuss. Du bist noch gar nicht dran. Doch. War das jetzt schon genug? Doch, du bist dran. Hast recht. Ich habe aufgehoben. Nein. Moment. Du hast aufgehoben. Ach ja, jetzt kannst du aufhoben. Ja, alles klar. Ja, ich habe gesehen. Ja, genau, dass das passiert. Entschuldigung. Dann bitte. Give me Few, give me Fire. Give me Double Satisfy. Ich nutze einen Fortune Point, weil mit einer 1 ist es ein bisschen peinlich. Das stimmt. Bargain. Mit einer 8 ist es auch peinlich, aber immerhin. Trifft. Ach, echt? Ja. Cool. Gut, das heißt D6 plus 4, weil es brennt. 9. Okay, lass mich kurz überlegen. Ja, alles klar. Du schaffst es tatsächlich, durch dieses geschaffene Loch irgendwie über Mordrak drüber zu schießen, dass es in dieses Loch reinfliegt. Und das Ding ist jetzt mittlerweile, ist dieser Ball freigelegt. Und dein Pfeil brennt sich durch zu diesem Ball. Und das Ding fängt richtig an zu wobbeln. Und der Ball fängt auch Feuer. Yay! Aidens Klamotten auch? Der ist da drüber. Das ist, weiß ich nicht. Nein. Okay, dann jetzt bitte Shea. Ja. Gleiches Spiel von vorne. Ja, wieder mit dem Pfeil hinten nach. Jupp, dann Feuer frei, bitte. 13. Ja, trifft. Ach Gott. 1 plus 2 ist ein 3 plus 4 ist ein 6. 7. 7, ja, ist recht. Ist klar. Gut. Okay. Auch wieder ein Wobbeln. Mordrak. Ich steche wieder zu. Jo, dann hau rein. Diesmal 18. Mhm, du triffst. Darf ich Schaden auswürfeln? Ja. Endlich, so. Ball ist frei und du kommst nah genug ran, dass du zustechen kannst. Ich hoffe, nur der Wobble frisst du dann auch nicht auf. 5 plus 3 plus 2. 10. 10, alles klar. Ein sehr starkes Wobbeln wobbelt sich da durch. Plus Schwert brennt. Ja, ich weiß, aber der Ball brennt schon. Psst. Es brennt! Achso, ja, es gibt nochmal 4 extra Schaden. Das hast du nicht mit reingerechnet, oder was? Nee. Alles klar, dann sind wir bei. Wir sind das mit dem Feuer nicht so gewohnt. Ja, es ja. Wobbelt noch ein bisschen mehr. Es wobbelt noch ein bisschen stärker. Aiden kann nicht mehr allzu viel machen. Du kommst im Himmelreich an und wirst von den Engeln ausgelacht. Mein Bruder wird mich rächen! Ja! Sei froh, dass du im Himmelsreich gelandet bist. Ja. Warum gibt's mehr von seiner Sippe? Hey, ich mach nichts mit dem Bertha. Dann bitte Anauk, Entschuldigung. Das war ich mach jetzt ein bisschen Tempo, dass wir zum Ende kommen. Ich muss eine Mischung pipi. Diesmal gebe ich aber definitiv einen Fortune Point aus. Ja, dann hau rein. Eine 1 will ich mir auch nicht antun. Ja, also eine 9 ist wesentlich besser. Das ist eine 15 zum Treffen. Ja. Die Armor-Class ist 14 Schaden und dann sagtest, da kommen nochmal 4 oben drauf. Ja. Das sind das 18 Schaden. Sehr schön. Das ist, was ich hören wollte. Fast Volltreffer. Ja,
haben wir nämlich nicht mehr allzu viel. Okay, dann bitte einer. Ja, dann hau ich halt auch wieder zu, ne? Was machen? Gut. Kann ja nicht viel machen. Ja, doch, einfach. Kommst ja jetzt ran. Ist alles freigelegt mittlerweile durch das ganze Feuer. 24, treffe ich? Ja, gerade so. War das nur Natural 20? Nee, ne? Nee. Okay. So, warte mal. Jetzt kommt wieder der. Ich vergesse meinen scheiß Great Strike. Also, Kommen wir 2 Millionen Schaden raus? Nein, geht. Bestimmt. Also, das hier, 4, 5, 6. Ach, guck mal, ich habe mir das hier sogar aufgeschrieben. Jetzt ist mein Internet ausgefallen. Ne? Da könnte ich gerade ein bisschen weinen. Jetzt muss ich 2 Sekunden warten, wenn Internet wieder da ist. Es ist jetzt gerade... Ich kann euch ja mal sagen, wo wir sind. Das hören die ja jetzt nicht. Wir sind bei noch 29 Lebenspunkten von ehemals 88. Ich habe es denen jetzt ein bisschen leichter gemacht, weil ein Toter reicht. Also ein Todesfall sollte erstmal genügen, damit sie vielleicht in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sind. Das ist nochmal jetzt wirklich so ein bisschen zurückgenommen, weil ich sie ja wirklich eigentlich zu dem Kampf gedrängt habe. Aber im Endeffekt, wenn das nochmal so läuft, dann werde ich denen die Chance nicht mehr lassen. Also das ist dann, also ich werde denen nicht mehr Chancen schenken, wenn die jetzt noch einen Kampf machen und das wirklich nicht auf die Sachen achten. Dass sie halt vielleicht einen Schritt weggehen, dass sie halt einen Meter Abstand haben, dann das wäre die Lösung hier gewesen, ohne dass sie dann, ne? Dann hätte er nämlich nur noch gehauen und wäre auch nicht näher gekommen, weil er gemerkt hätte, das ist zu weit weg. Aber da, solche Sachen beachten die leider nicht. Aber das ist auch erstmal nicht so tragisch jetzt in dem Falle. Haben sie einen verloren, das reicht auch erstmal. Und damit ist dann auch erstmal gut und deswegen will ich jetzt eigentlich diesen Kampf nur schnell zu Ende machen, aber mein Internet ist gerade nicht so nett zu mir. Mein Hund muss auch raus. Ich muss auch noch was essen wieder heute irgendwann. Alles nicht so einfach. Man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. So, wir sind wieder online. Dann können wir auch wieder dem Hangout beitreten. Schnell. Schnell. Dürfte jetzt auch gleich kommen. Internet, do your thing. Do your thing, Internet. Please work. Internet, do your thing. Mensch, ficken, ey. Ich will einfach nur wieder hier rein. Ah, jetzt. Sorry. Wie was? Wir hören ihn. Mein Internet ist ausgefallen. Jetzt sind alle weg. Toll. Nicht alle. Aber kommen die wieder? Ja. Okay. Ja, ja. Flo, wie viel Schaden hast du gemacht? 11. 11, alles klar. Das kann ich ja schon mal ausdenken. Okay. Jetzt muss ich kurz würfeln. Jetzt gibt es Rollen hier auch nicht. Immer zu den ungünstigen Zeitpunkten, wo sowas passiert. So, bitte einfach die Homepage aufmachen, das wäre echt super. Tut mir leid. Baby. I'm sorry. Ich habe jetzt müssen. Nee, es war ja meine Schuld. Okay, alles klar. Ihr seht, wie der Blob versucht, quasi wieder zusammenzuwachsen an dem Loch, was wir da haben. Aber er schafft es nicht. Er hat scheinbar sehr viel Kraft verloren. Nächster ist dann bitte Shea. Frage? Ja. Ich habe ja den Einzug aufgehoben gehabt. Hätte ich deswegen die Runde noch einen gehabt? Ach, hättest du, ja, stimmt. Machen wir gleich. Jetzt lass erstmal Shea. Ja. Aber nee, warte mal, kurz noch. Das muss ich noch abziehen. Und dann ist das, glaube ich, nämlich eh gleich gegessen.
Bitte. Ach so, es brennt ja. Shea, richtig. Ja, dann onwards it goes. Noch einmal von vorne. A11. Feuerfrei, ja. Und 3 plus 2 sind 5. Plus 4 sind. Ja, alles klar. Dein Pfeil trifft wirklich in die Mitte des Balles. Der Ball zerspringt und der ganze Gelhaufen wird plötzlich flüssig und es macht Flatsch! Und der Boden füllt sich mit einer grünen Flüssigkeit. Und Sieg! Es passiert aber nichts, also es löst sich jetzt nichts auf von euren Klamotten oder so. Und die Kugel fällt zu Boden und zerbricht und ist einfach nur noch so kleine Shards. Das war das. An dieser Stelle machen wir auch jetzt auch Schluss. Wir haben nämlich jetzt schon deutlich, deutlich überzogen und mein Hund muss pipi. Schon wieder? Ja, die muss man auch bewegen. Ich wollte doch noch Aiden looten. Ich wollte ihn auch looten. Das könnt ihr beim nächsten Mal machen. Und vielleicht mit Daniel werde ich entsprechend sprechen, was wir ja jetzt machen, damit er wieder zurückkommt als anderer Charakter. Oh nein! Vielleicht ein nützlicher. Der war jetzt aber echt. Der unnützlich. Und Dilettant haben. Bitte? Mich noch ein Gifted Dilettant haben. Fuck you, dann spiel ihn selbst. Genau, das war eine ganz tolle Geschichte, die du da hattest. Aber er war nicht so unnütz, wie du das am Anfang gedacht hast, weil das hat man dann eigentlich gesehen, dass es nicht so ist. Stimmt, er war auch zum Ende in unnütz. Richtig. Gut, jetzt will ich euch nicht allzu lange aufhalten vom Bett. Und ich bedanke mich bei euch und einen Verlust haben wir zu beklagen, aber im Angesicht der Tatsache, dass es viel, viel schlimmer hätte kommen können. Zum und Beispiel, wenn ich sterbe. Ja, richtig. Oder jeder andere. Nein, aber es hätten noch mehr Leute sterben können. Der hier! So tief! Problemlos hätten noch mehr sterben können. Hätte einmal das geklappt, mit dem euch über euch lang, hättet ihr auch 6D6 Schaden gekriegt. Vor allem, ich bin der Einzige, ich war wirklich der Einzige, der mal richtig Schaden bekommen hat. Ja. Und der Stufe 1 waren auch noch. Ja. 5 Hitpoints. Gut, wir beenden das an dieser Stelle und ich bedanke mich bei euch, bei allen auf der Welt und Frieden, Liebe und ganz viel Tschüss. Weihnachtsgeschenke. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss.